Pierre Ballack. Ich glaube, ich schaue das Gesicht eines völlig emotionalisierten Kapitäns. Ich glaube, heute kann man sagen, als Kapitän kann man auf diese Mannschaft unglaublich stolz sein. Ja klar, also das war sensationell. Das Spiel war vielleicht nicht so interessant für die Zuschauer von Torschancen her, aber es war auf einem hohen taktischen Niveau. Wir haben super gespielt, super gestanden, haben wenig zugelassen. Die Mannschaft hat gefightet bis zum Schluss und Elfmeterschießen ist natürlich dann immer Glückssache, aber die Mannschaft hat sich's verdient. Mal dran geglaubt, dass er noch zurückkommt nach dem Tor von den Argentiniern? Das war ihre erste Chance mit dem Standards. Wir haben eigentlich uns sehr, sehr gut darauf vorbereitet, wussten, wie sie die Standards spielen, aber man ist trotzdem nie gefeilt. Es war eine super Aktion von ihnen und trotzdem hat die Mannschaft weitergemacht, sehr dran geglaubt. Wir haben dann unsere beste Phase gehabt im Spiel danach, die Viertelstunde, und schönes Tor gemacht. Ein Charakter dieser Mannschaft, kann man den eigentlich irgendwie mit Worten beschreiben? Ja, das ist natürlich ein großer Lauf, den wir im Moment haben. Wir spielen seit WM-Beginn sehr, sehr gut. Und auch auf einem hohen Niveau auch, sind wir sehr konstant. Wir machen wenig Fehler und da sieht man, was in der Mannschaft steckt. Weiterhin viel Glück, Micha. Danke. Oliver Nöll, Glückwunsch erstmal zum Einzug ins Halbfinale. Sie konnten das Spiel über längere Zeit von der Bank betrachten. Haben Sie sich seine Gegner zurechtgelegt? Ja, das war dann, glaube ich, war ein schweres Spiel. Bei der Mannschaft habe ich wenig Chance gehabt. Aber Gott sei Dank haben wir gewonnen. Sie wirken alle so ruhig, so abgeklärt, auch der Michael Ballack gerade eben. Ich habe das Gefühl, ihr habt nie an einen Misserfolg geglaubt heute. Nein, weil man sieht auch von außen, die Leute sind begeistert. Obwohl heute haben wir nicht ein gutes Spiel abgeliefert, aber wir haben gekämpft bis zur letzten Sekunde. Und zum Schluss beim Penalty ist auch Glückssache, habe ich mehr Nerven gehabt und deswegen haben wir auch gewonnen. Ja, beim Elfmeter habe ich aber gedacht, so sah es zumindest aus, dass Sie sich ganz sicher waren, dass sie da reingeht. Ja, also natürlich, ich wusste schon, wo ich wollte schießen und Gott sei Dank hat es gut geklappt. Danke, Olli. Viel Glück weiterhin. Danke. Tja, womit? Miroslav Klose, herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Halbfinals. War das bisher Ihr größtes sportliches Erlebnis? Ja, absolut. Das war, denke ich, ein faszinierendes Spiel. Ich bin schon total aus der Puste und kann kaum mehr reden, weil wir gerade eben so gefeiert haben. Es war ein Wahnsinnsspiel und ich denke, dass wir nach Elfmeter gewonnen haben, ein bisschen glücklich, aber überragend gespielt. Wie hat es die deutsche Mannschaft geschafft, nach dem 0-1 so zurückzukommen und diesen Schock wegzustecken? Ja, weil wir gesehen haben, dass wenn wir uns zurückdrängen lassen, dass es die Argentinier das Spiel machen. Und das wollen wir unbedingt verändern und selbst agieren und selbst das Spiel machen. Ich denke, das ist uns dann besser gelungen. Sie sind selber zum Teil nicht ganz so gut ins Spiel gekommen wie in den ersten Spielen. Warum nicht? Ja, ich denke, es war heute schwierig, weil wir wenig Unterstützung haben. Ich denke, wir haben uns vom Mittelfeld zu weit nach hinten fahren lassen und wir Stürmer haben so ein bisschen in der Luft gehangen. Aber ich glaube, dass es die zweite Halbzeit besser funktioniert hat. Und wenn wir sehen, wenn wir Anspieler haben, wo wir die Bälle prallen lassen, dann klappt es ganz gut. Warum mussten Sie sich auswechseln lassen? Sie hatten ein kurzes Signal gegeben. Ja, ich bin da unglücklich mit dem Torwart zusammengerasselt und habe dann einen Krampf in der Wade gehabt und dann hat es nach 10 Minuten später keinen Sinn mehr gehabt. Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Ja, absolut korrekt. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch, Jens. Sie sagen, Sie möchten nur einen Satz sagen und dann wieder gehen. Dann sind wir sehr gespannt, welcher Satz das ist. Ja, ich war da vor kurzem schon in der Champions League und ich denke, nach einem Viertelfinale, was wir jetzt gewonnen haben, ist es fantastisch für uns, für die Mannschaft. Wir haben super geschossen und ich denke, als deutscher Torwart wird von einem erwartet, dass man Elfmeterschießen macht. Ich glaube, die Leute haben Grund zu feiern. Ich hoffe auch, dass sie feiern. Aber ich gehe jetzt wieder lieber rein und bereite mich auf Dienstag vor. Okay? Feiern Sie weiter, wir respektieren Ihren Wunsch. Okay. Danke, Jens. Alles Gute. Und zurück zu Gerhard.